Moin Leute, hiermit begrüße ich euch zum letzten Mal zu einer Prognose der WM. Es war eine relativ lange Zeit. Ich hoffe, wie immer, es gefällt euch jetzt mit den beiden Partien. Ich habe es jetzt einfach in ein Video gepackt, weil ich eigentlich gar nicht mehr so viel dazu schwafeln wollte. Geht's aber jetzt auch los. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ebenso wie die Abstimmung oben in der Infokarte, auf welcher Notenskala ihr diese WM legen würdet von der Spannung her, wie es euch im Allgemeinen gefallen hat, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr auch dazu sagt. Ansonsten ein Daumen oder ein Abo würde mich auf jeden Fall auch freuen, aber wie gesagt, ich will gar nicht lange schwafeln und mache das jetzt schon fast wieder eine Dreiviertelminute. Naja, jetzt geht los mit dem Spiel um Platz 3. Das Spiel um Platz 3 ist immer nicht unbedingt das beliebteste, dass es bei einer WM oder einer EM gibt. Sowohl Belgien als auch England konnte man das ansehen. England aber ein Stück weit noch motivierter, trotz der 120 Minuten gegen Kroatien, die mit einem Anti-Happy End zu Ende ging. Und hier hatten sie, wie gesagt, die erste Möglichkeit in einer langweiligen Anfangsphase. Die erste Halbchance von Trippier, der das 1:0 erzielen konnte, das letztendlich aber nicht reichen sollte. 9 Minuten dann gespielt, Eckstoß für England von der linken Seite. Wie gesagt, auch die Belgier nicht gut drauf und nicht sonderlich motiviert in diese Partie reinzustarten. Hatten viele negative Worte über Frankreich verloren. Einzig und allein Kevin De Bruyne hatte sich da an die eigene Nase gefasst. 20 Minuten gespielt, Harry Kane da mit der ersten wirklichen Highlight-Situation, wo Courtois das erste Mal auch eingreifen muss, zeigt, dass er einer der Keeper ist, der WM, der wirklich super aufspielen konnte in vielen Partien. Insbesondere das gegen Brasilien wird ihm in guter Erinnerung bleiben. Am Ende wird es aber maximal der dritte Platz sein. Doch die Möglichkeiten hatte einzig und allein England. Die nächste Situation, die zu einem Tor hätte führen können, Belgien in der ersten Halbzeit nahezu ohne Highlight. Vor der Pause dann aber mal endlich nach vorne. Lukaku mit der Flanke und Fellaini macht aber zu wenig draus, weil Pickford ohne Probleme den Ball auflesen kann im eigenen 5-Meter-Raum und es nicht gefährlich wurde. Dann im zweiten Durchgang weiterhin erstmal England mit der aktiveren Phase und dann ein Abschluss. Wieder mal sinnbildlich, wie schon vorm Pausenpfiff. Es war keine spannende Partie. Der Trostpreis wurde hier vergeben. Man merkte beiden Teams eine leichte Aversion gegenüber dieser Partie an am Samstagnachmittag. Aber Belgien wurde jetzt aktiver. Hazard auf Mertens, der mit der super Übersicht. Und Mertens hat die Ruhe weg vorm Tor von Pickford. 67. Spielminute, Belgien mit dem 1:0. Das war absolut unverdient. Aber sie bewegten sich, bemühten sich dann mal nach vorne und konnten direkt Profit draus schlagen. England hatte wohl nicht mehr damit gerechnet, dass Belgien irgendwas nach vorne bringen würde. Aber eine noch größere Strafe als das Spiel um Platz 3 wäre sicherlich ein Spiel über 120 Minuten gewesen. Belgien also sorgte erstmal ein wenig für Entlastung, doch England wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Sie kam auch nochmal Sterling mit der Übersicht, aber Walker schließt viel zu überhastet ab in die Arme von Thibaut Courtois. Viel mehr kam da nicht. Belgien nochmal 5 Minuten vor dem Ende mit dem Versuch, diese Partie frühzeitig zu entscheiden. Romelu Lukaku hätte vielleicht auch rüberlegen können, versucht es selber, zieht den Ball am rechten Tor vorbei, beziehungsweise am rechten Torpfosten vorbei. Und dennoch blieb es dabei. England verliert also auch das zweite Spiel in Folge. Sehr ärgerlich, dass sie nicht mal Bronze am Ende holen können, aber die größere Enttäuschung ist sicherlich am Mittwochabend passiert. Belgien holt zumindest den dritten Platz, wird aber dennoch sicherlich mit einem traurigen Auge auf diese WM zurückblicken. 20 Jahre nach dem WM-Titel will Frankreich diesen wieder mal erobern. Damals noch mit Zinedine Zidane sollte es heute rund um die Elf von Antoine Griezmann gefährlich werden. Aber Kroatien super aufgelegt in dieser WM mit Topstars, die auch zu einem Team zusammengefunden haben. Und das ist Ivan Perisic, der überragende Ball auf Ante Rebic, der ganz knapp scheitert in der achten Spielminute, hätte das schon
das 1:0 sein können. Perisic vielleicht wieder die Entdeckung in dieser WM. Im letzten Spiel gegen England 1 selber gemacht, 1 vorbereitet. Der spielt wirklich klasse auf. Und eine halbe Stunde jetzt gespielt. Frankreich bemühte sich auch endlich mal nach vorne. Es war ein Spiel, das von beiden Seiten mit Sicherheit erstmal angegangen wurde, was man ja auch ein Stück weit verstehen konnte. Aber nichtsdestotrotz kamen dann relativ wenige Chancen auf. 32. Spielminute, Kylian Mbappé. Vielleicht bei Frankreich die Hoffnung bei dieser WM überhaupt. Hätte man vielleicht erwartet, dass Griezmann noch mehr zeigt, aber Mbappé, die Sternstunde fehlte ihm in dieser Situation. Aber dennoch, 36. Minute, dann es wurde etwas besser. Luka Modric kam mal zu einem Abschluss, aber auch das war letztendlich zu ungefährlich. Hugo Lloris muss nicht eingreifen. Auch einer der Top-Keeper bei dieser WM mit seinem Gegenüber Subasic. Das war dann auch die erste Halbzeit. Antoine Griezmann noch ohne Torschuss, ein wenig sinnbildlich eben für diesen WM-Verlauf. Eine Stunde knapp jetzt gespielt. Frankreich kam gut nach vorne. Dembélé, aber im letzten Moment war Dejan Lovren noch dazwischen und kann den Ball vor dem Einschlag retten. Kroatien tat sich schwer im Spiel nach vorne, weil Frankreich jetzt sehr gut und kompakt verteidigte. Ivan Rakitic kann sich da aber mit einer guten Drehung um seinen Gegenspieler herumwinden. Aber auch das ist für Lloris letztendlich kein Problem, den Ball einfach festzuhalten. Wir sind schon in der 80. Spielminute und dann kam Frankreich zu diesem Eckstoß. Antoine Griezmann von der linken Seite atmet nochmal tief durch und dann letztendlich Perisic dazwischen, der den Ball entschärft, nicht mit dem Arm, sondern mit der Schulter, also alles regelkonform, und Subasic schließt den Ball dann auf. Und 90. Minute, Kroatien noch einmal, die letzte Möglichkeit der Partie in der regulären Spielzeit, und dann macht es Ivan Perisic, der überragende Ivan, in der 91. Spielminute schießt da Kroatien zum WM-Titel Nummer 1. Und was für eine wunderbare Aktion vor ihm, wie er da vor Hugo Lloris in der 91. Spielminute wirklich die letzte Möglichkeit, die Nerven bewahrt, ist einfach klasse. Und Hugo Lloris ist chancenlos, kommt raus, versucht den Winkel noch so klein wie möglich zu halten, kommt dann aber mit der rechten Hand nicht mehr ran. Varane stand nur daneben und konnte letztendlich den Einschlag nicht mehr verhindern. Frankreich verliert also das Finale in der WM in Russland 2018, wie schon 2016 im EM-Finale des eigenen Landes, konnten sie nicht als Sieger vorm Platz gehen. Und Kroatien, der Geheimfavorit von Beginn an, konnte sich letztendlich von Spiel zu Spiel immer mehr steigern und immer wieder Leistung bringen, immer wieder über 120 Minuten. In diesem Fall jedoch waren es dann mal die 90 Minuten, die ausgereicht haben, aber auch ganz knapp, weil Perisic eben in der Nachspielzeit erst traf. Kroatien ist also Weltmeister 2018 in Russland und tritt damit 2022 in Katar als Weltmeister an. Jo, das war auch die letzte Prognose jetzt zur WM. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich nochmal ein letztes Mal über einen Daumen und ein Abo freuen. Ansonsten tippt auch gerne mit in den Kommentaren. Würde mich interessieren, was glaubt ihr, wer setzt sich im Endeffekt durch. Ansonsten könnt ihr auch oben in der Infokarte nochmal abstimmen, wie ihr vielleicht die WM bewerten würdet. Würde mich mal interessieren, was ihr so fandet. Auf welcher Notenskala das bei euch so im Großen und Ganzen stand. Ansonsten bedanke ich mich für die Unterstützung über die gesamte WM hinweg. Macht's gut. Wir sehen uns dann bei der nationalen Liga, dritten Liga dann erstmal wieder. Bis dann und ciao.